Willkommen zur Weltmeisterschaft 2014! Heute ist das Spiel zu tun von Ecuador. Im letzten Spiel gab es einige. Heute ist ein interessanter Tag. Im Nationalhymne von Honduras kommt als erstes. Anschließend kommt die Nationalhymne von Ecuador. Ja, mal gucken, wie dieses Spiel jetzt enden wird. Der Schiedsrichter kommt aus Indien. Also, ja, mal gucken. Also, in dieser Gruppe hat man bislang 0-0. Schauen wir mal, ob die 0-0 jetzt enden oder ob es weitergeht mit 0-0. Viele vermuten bei diesem Spiel natürlich auf ein Mauerspiel. Honduras schon im ersten Spiel gemauert, Ecuador im zweiten Spiel gemauert, also irgendwie kann es nur ein Mauerspiel werden. Aber Mauerspiele, man könnte ja einmal die Mauer überwinden und zack ist das Ding drin. Hoffen wir mal, dass es so sein wird. Ecuador heute in den blauen Dressen gegen Honduras in weiß. Costly. Mal gucken, wie, wo, was, weshalb. Bildfehler, falls ich das nicht ganz erklärt habe. Ja, und die technischen Möglichkeiten sind momentan leider ein wenig eingeschränkt. Von daher kann es Bildausfällen, Tonausfällen oder ähnlichem kommen. Hoffen wir mal, dass es möglichst wenig ist und dass man es verzeihen könnte. Aber zum Spiel 10 Minuten rum. Mauertaktik, Ecuador gelingt mal wieder Mauertaktik. Honduras kommt da irgendwie überhaupt nicht durch. Spielen sich den Ball zu, hin und her, und jetzt haben sie die Möglichkeit zu kontern. Über Ayui. Ayui. Jetzt die Flankenmöglichkeit. Ja, na, rausgeköpft. Konter. Ja, mauert kannst du nur nicht, wenn du konterst. Da kannst du schlecht mauern. So, jetzt sind die ganzen Spieler von Honduras wieder hinten. Jetzt können die mauern. Na, gute Möglichkeit. Montero in die Mitte und gehalten. Oder das ist dann abgeklatscht. Ecuador mit der ersten Chance in diesem Spiel. Das ist Garcia. Ja, jetzt vielleicht wieder über die Mitte. Wie wird es aufhören? Aber natürlich Türen, wenn sie vorne hinten offen sind, sind sie vorne natürlich geschlossen. Das heißt, gute Angriffsmöglichkeiten. Foul, weiter geht's. Freistoß schnell ausgeführt, natürlich. Ecuador-Spieler sind noch nicht alle hinten. Die Honduras-Spieler sind noch nicht alle hinten. Danilo. Das ist Fernandes. Das ist Martinez. Das ist der Aufbau von Honduras.
Markowski. Garcias. Er kommt nicht dran vorbei. Und so gibt es Einwurf für Honduras. Aus der eigenen Hälfte, also da dürfte eigentlich nicht viel passieren. 37 Minuten gespielt, steht 0:0. Valencia. Über. Spielt er ihn in die Spitze. Da steht nämlich keiner. Möglichkeit. Ah, da verdribbelt er sich. Da verdribbelt er sich. Er hätte das. Er hätte abschließen müssen. Vielleicht wäre es das 1-0 geworden. Jetzt aber die Kontermöglichkeit von Honduras. Martinez. Nee. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Und das scheint hier 0-0 zu werden. Los, die. Gut, Martinez. Martinez und gehalten vom Keeper. Vorbei. Hier haben wir noch keine Tore gesehen, aber alles und wir haben auch keine Parade. Null Nummer. Ja, das waren die Chancen. Zweite Halbzeit. Ich darf loslegen. 2:45 Minuten, los gehen sie. Beide Teams sind verändert. Beide nicht so mit den ganz großen Rang nach vorne. Aber das war ja ungefähr zu erwarten, zu errechnen. Fernandes. Guagua. Weg ist der Ball. Und der Möglichkeit. Oh, Anspielstationen sind nicht da. Keiner steht frei. Durch die ganze Mauertaktik beider Teams. So, 15 Minuten gespielt, 0-0. Hochklassig ist das Spiel jetzt nun auch nicht. Jetzt vielleicht die Chance für. Also, hätte den jetzt nicht gehalten. Ich weiß nicht. Irgendwas falsch gelaufen. Keine Anspielstation. Er kommt auch nicht jetzt an Garcia vorbei. Ja, jetzt vielleicht mit einem schönen weiten Ball. Wenn das als Schussversuch bezeichnen darf, dann Glückwunsch. Wechsel. Vielleicht mit neuen Spielern. Ein bisschen neu in der Hand. Ball wechseln aus. Eckball. Na gut, in die Mitte und rüber. Aber wenigstens eine gute Chance. Sehr schön gemacht. Na, so wollen wir das eigentlich das ganze Spiel sehen. Nächster Wechsel. Ausgeschaut und abgewartet. Jetzt die Möglichkeit zum 1:0 für Ecuador. Bietet sich gut an, aber jetzt noch gut an, wird wieder nicht so gut. Hätte er direkt abspielen müssen. Direkt in die Mitte wieder zurück abspielen müssen und dann drauf geschossen. Jetzt vielleicht Valencia. Führung Ecuador.
Valencia trifft, 71. Minute, Ecuador ist Tabellenführer. Ja. Dann wird sie es wohl nicht so gut in Curaçao. Der trifft, der wird freigelassen. Der lässt er einfach laufen, Valencia super freigelaufen. Und dann schießt er ihn ins Eck ein. 1-0 für Ecuador, die im letzten Spiel gegen die Franzosen ran müssen. Honduras darf als letztes gegen die Schweizer ran. So, und jetzt vielleicht gleich der Doppelschlag. Das wäre mal was gewesen, wäre es der Doppelschlag gewesen. Da hat man aus einem 0-0, einem ja, sehr langweiligen 0-0, ein 2-0 gemacht. Was jetzt nicht unbedingt in die Geschichte eingeht. Aber zumindest Interesse weckt. So, Konterchance zu Honduras. Das sind natürlich viele vorne von Ecuador. Die wollen natürlich den zweiten Treffer sichern. Na, da hinten ist offen. Möglichkeit. Ne, kommt da raus. Konterchance, Ecuador. Jetzt 2 gegen 3. Einer gegen 4. 2 gegen 4. Er holt den dritten ran, sind aber auch alle anderen wieder dran. Ja, da direkt ein ansprinten müssen. Zwar in Unterzahl ansprinten, aber ne, versucht es, macht klug. Einwurf. Nächster Wechsel. Ecuador. 7 Minuten noch. Ah, den kriegt er nicht mehr. Hat er sich gut erdacht. Oh, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Da wird gezogen. Trotzdem geht es weiter. In den 16er. Passt er richtig. Schöner Pass. Jetzt die Möglichkeit zum 2-0. Jawohl. 2-0. Aber es wird als Eigentor gewertet. 2-0 Ecuador! Na, das habe ich jetzt nicht als Eigentor gesehen. Wir gucken uns das vielleicht aus dieser Situation nochmal an. Ja, den hat er klar bestimmt abgefälscht. Ecuador 2-0. Ja, da hast du aus einem trostlosen, langweiligen 0-0 ein 2-0 gemacht. Denk mal, über die Hälfte der Zuschauer haben schon abgeschaltet. Die haben schon gedacht, komm, das wird nichts mehr. Ich persönlich hätte auch abgeschaltet. Aber bei einem 2-0 Stand ist es zumindest, wenn man sich später das Ergebnis anguckt, nicht so ganz klar, warum dieses 2-0 das 2-0 ist. Aber trotzdem, Wurst ist Wurst. Ecuador hat 2-0 gewonnen, hat den Vorteil nun auf seiner Seite. Spielt als letztes gegen die Franzosen. Als anderes Spiel gleichzeitig spielen Honduras gegen die Schweiz. Honduras nun jetzt gefordert. Die müssen ja jetzt gewinnen. 0-2 Tordifferenz. Und das war's aus dem Stadion. Wir schauen uns nochmal gerne die Highlights dieser Begegnung an. Erstmal die Spieler, die Fans aus Honduras, alle begeistert. Natürlich, wenn du aus nichts viel machst, dann musst du natürlich begeistert sein. Klar. So, dann schauen wir mal die Highlights an. Ja, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, das Spiel war eher so ein Dahingeplätscher. Also, da war ja gar nichts. In der zweiten Halbzeit hingegen ist das interessant geworden, das Spiel. Insbesondere durch die Tore. Ecuador war halt deutlich aggressiver vorgegangen, haben aufgehört, diese Mauertaktik zu spielen. Und kaum hören sie auf mit dieser Mauertaktik, gelingt denen der Treffer. Nur nicht nur den einen, sondern den anderen. Damit verabschiede ich mich meinerseits. Bis zum nächsten Spiel und adios.